Hallo und willkommen zum Abikurs Geschichte. Heute wollen wir uns mit den Eroberungen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und kurz davor beschäftigen. Im Zuge dieser Videos wollte ich mich eigentlich gar nicht großartig mit dem Zweiten Weltkrieg selber beschäftigen. Auch wenn es natürlich eine sehr bedeutsame Zeit ist, finde ich, sind die Schlachten etc. jetzt nichts, was ich jetzt hier besonders nochmal aufrollen müsste. Es gibt im deutschen Fernsehen oder auch auf YouTube mehr als genug Videos, die sich mit einzelnen Schlachten, Feldzügen und sonstigen Wenden im Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Also da besteht nach meiner Ansicht kein Bedarf. Allerdings sind einige dieser Geschehnisse doch, sage ich mal, relevant, wenn man verstehen will, warum die Deutschen bis zum Schluss bereit sind, diesem Regime bis in den Untergang mitzufolgen und warum Hitler überhaupt so fest im Sattel sitzt, selbst nachdem Bomber die deutschen Großstädte verwüsten. Und dafür ist ein Blick in diese Zeit oder in diese Feldzüge und diese Eroberungen und diese Annexionen doch vielleicht ganz interessant. Zuerst einmal muss gesagt werden, dass der Nationalsozialismus oder die nationalsozialistische Bewegung nicht allein auf Deutschland beschränkt ist. Ich hatte ja schon in einigen der vorherigen Videos erklärt, dass es diese faschistischen Bewegungen eigentlich in ganz Europa gegeben hat. Und nachdem Hitler an die Macht gekommen war, war natürlich auch ein Teil seines Strebens darauf ausgerichtet, dass diesen faschistischen Bewegungen innerhalb Europas zu helfen. Und es gab zum Beispiel auch eine nationalsozialistische Bewegung in Österreich. Wir erinnern uns, nach dem Ersten Weltkrieg wollte ja Österreich sich Deutschland anschließen, allerdings war das damals abgelehnt worden. Österreich selbst hatte eine ähnlich turbulente Geschichte wie Deutschland durchgemacht während den zwei Weltkriegen und auch Österreich war in eine Diktatur abgeglitten. Allerdings noch keine nationalsozialistische Diktatur. 1934 findet ein Attentat auf den regierenden Kanzler Österreichs statt. Daraufhin wird die nationalsozialistische Partei verboten und ihre Mitglieder verfolgt. Und Hitler im Gegenzug findet es nicht so gut und er baut eine Drohkulisse auf in den nächsten Jahren, mit der Österreich dazu gebracht werden soll, einerseits diese Verbote umzukehren und auf der anderen Seite aber auch langfristig einen Anschluss an Deutschland vorzubereiten. Allerdings hatte Österreich noch einen kleinen Trumpf, nämlich das faschistische Italien hatte auch durchaus ein Interesse in diesem Gebiet und hat somit eine Annexion damals nicht für gut befunden und Hitler hat gegen Mussolini da auch nicht versucht, etwas durchzusetzen. Allerdings hat sich das Deutsche Reich um kurz oder lang mit Italien geeinigt und in dem Moment, wo dieser italienische Schutz weggefallen ist, war Österreich im Grunde genommen allein auf weiter Flur gegen das viel größere, viel stärkere und viel mächtige Deutschland. Adolf Hitler hat dann den damaligen Bundeskanzler von Schuschnigg getroffen und diesem mehr oder weniger gesagt, er muss jetzt die wichtigsten Posten mit Nationalsozialisten besetzen. Nachdem Schuschnigg das nicht tun wollte, erhöhte sich der Druck Deutschlands immer mehr, bis schließlich die deutsche Wehrmacht in Österreich einmarschiert ist. Allerdings muss man sagen, dass die deutschen Truppen nicht auf irgendwelchen Widerstand in großartiger, nennenswerter Art und Weise getroffen werden. Also die deutschen Truppen marschieren in Österreich ein und die Leute stehen an den Straßen und winken mit Fähnchen und heißen die, wenn man so will, Besatzer, als Befreier eher oder als heimkehrende Brüder, wie man immer es auch sehen will, willkommen. Die Nationalsozialisten setzen daraufhin eine Volksabstimmung an, auch unter diesem Eindruck, dass die Leute eigentlich gut dran sind. Aber Volksabstimmungen in Diktaturen werden selten als echte Volksabstimmungen konzipiert. Also eine, wo man theoretisch auch eine negative Antwort bekommen könnte. Und deshalb wird diese Volksabstimmung, wo es darum geht, ob Österreich in das Deutsche Reich eingegliedert werden soll, diese Frage wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich mit über 99% aller abgegebenen Stimmen angenommen und auch über 99% der Wahlbeteiligten sollen in beiden Ländern da gewesen sein. Und ich weiß nicht genau, was in Diktaturen immer das ist, dass man immer mit 95, 96, 97, 98, 99% arbeitet. Diese Zahlen kann ja niemand ernst nehmen. Man müsste doch denken, wenn eine Wahl gefälscht wird, versucht man wenigstens ein bisschen realistischere Zahlen. Ich meine, 70 oder 80% wäre ja trotzdem noch nett. Nichtsdestotrotz, das ist ein Thema für ein anderes Video. Diese Zahlen sind natürlich gefälscht. Es ist eine große Kontroverse, wie viele Österreicher damals wirklich für den Anschluss
Österreichs an das Deutsche Reich gewesen sind. Es gibt diverse Zahlen, die diverse Historiker heraus oder schätzen, denn es hat damals natürlich niemand eine realistische Umfrage gemacht. Das gab es ja alles nicht. Österreich war vorher eine Diktatur gewesen, wurde von einer Diktatur übernommen. Man hat keine realistischen Zahlen. Ich habe diverse Zahlen schon gehört. Sie gehen von irgendwas um die 60, 66 bis 80% Zustimmung, wenn die Wahl real gewesen wäre, also eine freie, geheime Wahl gewesen wäre. Was allerdings der durchgängige, sagen wir mal, ein Konsens ist von der Mehrheit der Historiker, den ich gesehen habe, war, dass also eine Zustimmung zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich höchstwahrscheinlich auch so erfolgt wäre. Was sagen jetzt die Entente-Mächte aus dem Ersten Weltkrieg dazu? Immerhin hatten sie ja mal den Anschluss Österreichs verboten an Deutschland und tatsächlich sagen jetzt die Westmächte, wenn man so will, nämlich die England und Frankreich, sagen dazu rein gar nichts oder nichts Großartiges, Nennenswertes. Es gibt verschiedene Gründe, warum sie nichts sagen. Das eine ist, Österreich ist damals jetzt auch nicht so bedeutend, dass man sagen würde, da verschiebt sich ein Kräfteverhältnis. Zum anderen hatte sich in den 20er Jahren die Meinung oder Erkenntnis, je nachdem, wer es sehen will, durchgesetzt, dass dieser Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg, so wie er aufgesetzt hat, wahrscheinlich nicht funktionieren konnte. Und dass man wahrscheinlich mit Deutschland vielleicht zu hart ins Gericht gegangen wäre. Und von daher gab es wahrscheinlich bei vielen, also sowohl bei den Engländern als auch bei den Franzosen, vielleicht zu einem gewissen Grad der Gedanke, okay, wenn jetzt diese zwei Völker unbedingt gemeinsam leben wollen, warum sollte man jetzt da in den Krieg ziehen, vor allem in den Krieg ziehen für ein unabhängiges Österreich, das ja offensichtlich nicht einmal unabhängig sein will. Also von daher war das jetzt nichts, wo die Westmächte gesagt hätten, da müssen wir jetzt eingreifen. Ein anderer Bereich, der allerdings schon mal wesentlich ein besserer Kriegsgrund gewesen wäre oder wo auch durchaus ein Kriegsgrund bestanden hätte, war mit der Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei ist ein neuer Staat gewesen, der nach dem Ersten Weltkrieg entstand. Und die Tschechoslowakei hatte in ihren Grenzgebieten im sogenannten Sudetenland auch eine ziemlich bedeutende deutschsprachige Minderheit, die sogenannten Sudetendeutschen. Die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen ist eine Zeit mit sehr großen nationalistischen Gefühlen und entsprechend gab es durchaus auch in diesem neuen Staat, in diesem jungen Staat eine sehr nationalistische Bewegung, eine sehr nationalistische Regierung und nationalistische Regierungen neigen dazu, Gruppen, die sich jetzt nicht 100% mit dieser Nation zu identifizieren würden, ich will mal sagen, nicht so gut zu behandeln. Und diese Behandlung der Sudetendeutschen, diese Diskriminierung der Sudetendeutschen war für Hitler natürlich der perfekte Vorwand, um zu sagen, die Deutschen müssen die Deutschen in anderen Ländern schützen. Wir müssen unseren Brüdern zu Hilfe eilen. Diese müssen heim ins Reich. Und wenn die Tschechen das nicht mitmachen wollen, dann bekommen sie ein Problem mit uns. Diese Kriegsgefahr, die Hitler heraufbeschwört für Europa, führt schließlich zu Verhandlungen, zum Beispiel zum Münchner Abkommen. In diesem Münchner Abkommen, das von Italien sozusagen als unabhängigen Dritten verhandelt wird, schließen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien einen Vertrag, in dem es heißt, dass das sudetendeutsche Gebiet von der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich abgetreten werden soll. Und jetzt nur noch mal ganz kurz sozusagen als Quiz. Es ist ein Abkommen über eine Landabtretung der Tschechoslowakei und geschlossen wird es von Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Und wer fehlt da? Naja, die Tschechoslowakei. Das Land, das eigentlich ja hier betroffen ist, wird gar nicht erst zu den Verhandlungen eingeladen. Also natürlich eine besondere Nettigkeit. Auch hier ist es so, dass einerseits man sagt, okay, die tschechische Regierung hat tatsächlich diskriminierende Maßnahmen durchgeführt gegen die Sudetendeutschen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Tschechoslowakei zu diesem Zeitpunkt, muss man leider sagen, so klein und unbedeutend ist, dass weder Frankreich noch Großbritannien wirklich Lust haben,
da in den Krieg zu ziehen, vor allem, weil Hitler mehrfach beteuert, dass er damit auch zufrieden sein werde mit diesem sudetendeutschen Gebiet und dann keine Landgewinne mehr erfolgen sollten. Wie viel diese Versprechungen Hitlers wert sind, erfährt man kurz darauf, nämlich im März 1939. Und in diesem Zeitraum wird Hitler innerhalb kürzester Zeit auch den Rest der Tschechoslowakei besetzen. Und auch in dieser Phase, wo also Deutschland nochmal ganz klar das Abkommen bricht, gehen die Engländer und die Franzosen auch nicht auf die Barrikaden und sie erklären auch nicht den Krieg. Diese Verhandlungen, diese Gebietsgewinne, dass Deutsche ins Reich wieder reingeholt werden, dass die verlorenen oder neue Gebiete sogar noch dazu gewonnen werden, dass Österreich reingeholt wird, das ist natürlich, das sind Erfolge, die Hitler in den national-konservativen Kreisen, jenen monarchistischen Kreisen, die vielleicht noch etwas ablehnender ihm gegenüberstanden, sehr viel Respekt einbringt und dafür sorgen wird, dass die nationalen Kreise endgültig und unverbrüchlich hinter ihrem Führer stehen werden. Soweit so gut. Hitler allerdings nach Tschechien denkt sich Hitler, okay, Tschechien ist ja schön, aber Polen ist ja vielleicht noch viel schöner. Der Lebensraum im Osten, also die Landnahme im Osten, um Lebensraum für die Deutschen zu gewinnen, ist ein sehr wichtiger Aspekt in der nationalsozialistischen Ideologie. Und kurz darauf sagt Hitler deshalb, die Wehrmacht solle einen Krieg gegen Polen vorbereiten. Kurz darauf war schon die sozusagen das Sicherheitsnetz aufgespannt worden mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Eine Vereinbarung zwischen dem faschistischen Deutschen Reich und der kommunistischen Sowjetunion, wo es sinngemäß um gegenseitige Neutralität im Kriegsfalle mit einer dritten Partei ginge und noch dazu in einem geheimen Zusatzprotokoll, wie Polen eventuell aufgeteilt werden könnte, wenn man hier einen Feldzug startet. Und nachdem also sozusagen jetzt hier aus dem Osten keine Gefahr mehr droht, wird Deutschland Polen den Krieg erklären, allerdings ohne offizielle Kriegserklärung. Es werden diverse angebliche Überfälle von polnischen Soldaten auf deutsche Grenzposten fingiert und Deutschland verteidigt sich sozusagen gegen diese fingierten Überfälle. Hitler marschiert also im September 39 in Polen ein. Aber, und jetzt passiert etwas, was wirklich Hitler in Erstaunen versetzt, Großbritannien und Frankreich, die ja Polens Unabhängigkeit und Unversehrtheit garantiert hatten, sie machen jetzt nicht mehr das, was sie bei der Tschechoslowakei gemacht hatten, nämlich wegzusehen und Hitler gewähren zu lassen, sondern sie erklären tatsächlich den Krieg. Polen rettet dies allerdings nicht, vor allem als die Sowjetunion im Osten mit ihrem Einmarsch beginnt, ist eigentlich das Schicksal Polens endgültig besiegelt. Und schon im Oktober 1939 teilen die Nationalsozialisten und die Sowjets Polen unter sich auf und dieser Teil des Feldzugs ist beendet. Frankreich macht zwar ein paar kleinere Angriffe auf das Deutsche Reich, gerade im Saargebiet, aber 1939 passiert im Grunde nichts mehr, weil der Winter vor der Tür steht. Jetzt beginnt das Jahr 1940 und in diesem Jahr 1940 besetzt Deutschland Dänemark und Norwegen auf der einen Seite, um sich den Nachschub an wichtigen Rohstoffen aus Nordeuropa zu sichern. Und auf der anderen Seite werden innerhalb von etwas mehr als 6 Wochen die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich niedergerungen. Diese Aktion wird als der sogenannte Blitzkrieg in die Geschichte eingehen. Deutsche Panzer rücken über die Niederlande und Belgien nach Frankreich hin vor und innerhalb kürzester Zeit wird eine der stärksten Großmächte auf dem Kontinent bezwungen. Frankreich wird geteilt in den Norden, der direkt unter deutscher Kontrolle bleibt, und dem Vichy-Regime, das unter Marschall Pétain in Südfrankreich residieren wird. Wie gesagt, ich will nicht zu stark auf den militärischen Aspekt eingehen. Man hört ja immer wieder, dass in allen Dokumentationen, wo die Leute sagen, und man wartete auf Wunder und man dachte, jetzt kommt irgendwann die Gegenbewegung und der Führer weiß schon, was er tut. Hier in diesen Jahren 1939 und 1940 sehen wir die Wurzel für diesen unbedingten Führerglauben. Innerhalb so kurzer Zeit hatte man mit die größten Gegner, die Deutschland hatte, abgesehen von Großbritannien, entweder bezwungen oder sogar komplett niedergeworfen. Nur noch Großbritannien ist in diesem Krieg übrig geblieben als Gegner, wenn man so will.
und die Sowjetunion, die später zum Gegner werden soll. Aber sie war hier noch keine kriegsführende Partei. Diese ersten Kriege sind natürlich nur ein kleiner Aspekt. Ich hatte ja zum Beispiel auch schon in dem Video zur Wirtschaftspolitik gesagt, dass die Nationalsozialisten vorhatten, die Schulden der Kriegspolitik unter anderem mit Kriegsbeute begleichen zu können. Und gleich nach den Einmärschen in die dann besetzten Länder beginnt die Wehrmacht darin, Devisenreserven und Goldreserven aus den Reichsbanken, aus den nationalen Notenbanken abzuziehen und ins Deutsche Reich zu schaffen. Es werden den Besiegten die Kosten der Besatzung aufgebürdet, also eine fremde Armee steht im Land, man muss sie auch noch bezahlen. Es werden Zwangsarbeiter rekrutiert oder auch einfach zusammengetrieben und mitgenommen, die ins Deutsche Reich überführt werden, wo sie in Rüstungsbetrieben arbeiten müssen. Also diese Ausplünderung Europas beginnt am ersten Tag nach dem Einmarsch schon. Und natürlich werden auch die Rassengesetze der Nationalsozialisten auf die besetzten Länder übertragen. Und diese Okkupation, wenn man so will, ist ein Grund oder ist der Grund, warum ich nicht weiter hier auf den Zweiten Weltkrieg noch eingehen möchte. Nicht, weil das Thema unangenehm wäre, sondern aus einem einfachen Grund. Nach meinem Dafürhalten ist es nicht so wichtig, wo jetzt genau dieser Krieg verloren gegangen wäre. Selbst wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, denke ich, ist aus den anderen Videos schon klar geworden, dass ein derart unmenschliches und menschenfeindliches Regime vielleicht den Krieg hätte gewinnen können, aber niemals den Frieden hätte halten können. Soweit dazu. Bis zum nächsten Mal.